Ist jetzt einfach Controller weg? Ja. Okay, warte. Das ist wieder eine Hauptmission, jetzt müssen wir vorlesen. Ja, ja, wollte ich Fürst, machen. Fürst Mune, das Oberhaupt der... Ach Mann, leck mich! Fürst Mune Shigi, das Oberhaupt der Tachibana-Familie, wird vermisst, seit er zum Kampf gegen Monster aufgebrochen ist. Wenn wir ihm helfen könnten, wäre das ein Segen für unseren Feldzug. Okatsu hat bereits ein Treffen mit seiner Frau Ginshio vereinbart. William, wir sollten uns sofort auf den Weg zur Tachibana-Burg machen. War das jetzt so schwer? Ja, du weißt, wie ich es mit Namen habe. Tachibana. Ach, Mann! Die letzte ist nicht mal schreiben, wo du ursprünglich im Zornland und Rache gegeben hast. Okay, aber jetzt kann ich das Spiel übrigens auch gar nicht mehr. Also die Mission habe ich nicht gespielt. Oh, was? Ja. Ich habe das Spiel halt nur angespielt, weil wir es ursprünglich mal Let's Playen wollten, aber... Immer diese berühmten Synchronsprecher. Da war die Frau wieder. Mai 1600. Na toll, und natürlich muss es regnen. Öffnet das Tor. Oh, wer hätte das gedacht? Da muss man. Guck mal, wie viele Geister du schon hast. Oh, die feiern eine richtige Party. Oh. Ist da noch einer? Das sind aber nur normale Leute. Lieber Arm ab als Arm dran? Nein, warte. Lieber Bein ab als Bein dran. Okay. Ja. Okay, das ist das mit deinem Tor. Da kommst du nicht lang. Tja. Was ist auf der anderen Seite? Ist da auch noch irgendwie irgendwas? Eine Leiche, aber sonst nichts. Tschuing. Okay. Warte einfach, ich komme so schnell wie möglich, es dir zu geben. Ach, ja. Er hat es nicht geschafft. Wahrscheinlich nicht. Aber mein Gott, die haben genug Wasser gerade. Hä? Oh, das habe ich nicht kommen sehen. Du bist eine richtige Pole-Dancerin hier. Ja. Das kann ich nicht. Ich ziehe die ganze Decke mit runter, dann den ganzen Putz. Ratsch. Das ist mein Finisher-Move. Könnte man da reingehen? Nee. Okay, wir können da nicht reingehen. Das wären die Banditen wahrscheinlich da drin. Oh Junge, du machst ja aber sehr gefährliche Sachen. Ja? Handling, sonst bist du gleich im Fluss. Ich glaube nicht, dass du da rüber kommst. Sneaky. Das ist unglaublich. Das heißt, kein Versuch. Ja, was soll ich denn tun? Außenrum gehen? Das wäre ja zu einfach. Hallo? Lieber sicher als sorry. Oder im Englischen better safe than sorry. Oh Gott, das ist schon wieder so ein Yokai. Habe ich voll Bock drauf, ne? Die sind aber nicht mehr so schlimm. Juhu! Wir sind mittlerweile so der aufgewertet, Zombie, dass die eigentlich nicht mehr so viel können. Und er hängt ab. Ist die schlecht? Soll ich deine Haare halten? Guck mal, der links, der hängt auch ab. Vom Baum. Vom Ast. Vom Baum? Da. Ast? Unten. Da, links. Da, wo es leuchtet. Wo es gelb leuchtet. Ein bisschen weiter links. Aha, ich habe gerade auf den kleinen Geist geachtet. Er steht da nur. Aber muss ich sagen, die haben sich echt Mühe gegeben. Ich wollte erst den Geist retten, Mann. Das nicht. Schaffst du nicht. Das ist nur ein kleiner.
Die haben sich echt Mühe gegeben, weißt du? Erst die Leute umzubringen und sie dann auch noch auf die Bäume zu verteilen. Sie feiern Weihnachten. Du Wichsgriffel! Dieser Moment, wenn er pustet, aber der Gegner steht direkt vor dir. Na endlich. Das war der erste Versuch. Yokai aus dem Yokai-Reich besiegt, gespeichert. Oh, kleiner. Oh. Alter. Es waren gerade 3 Herzinfarkte in einer Minute. Was machst du denn hier oben? Ich würde sagen, er genießt die Aussicht. Alles so gewollt, ne? Mhm. Oh, jetzt. Und du kriegst einen Zweig. Cool. Zack. Die müssen den so gegen diesen Ast gepfeffert haben, dass der Baum dadurch umgeknickt ist. Mhm. Ach so, ich muss aus. Okay. Meinst du? Nein. Aber es wäre cool. Zack. Ha! Ciao. Oh. Du kannst ins Wasser? Scheint da, so. Warte noch, da lag noch was. Jawoll! Jawoll! Das funktioniert so nicht. Der unglaubliche Kalk. Der unglaubliche wie? Bist du ja wieder. Ich hab dich vermisst. Er hat sich einfach wieder dahingesetzt. So nach dem Motto, oh, die Alte ist weg. Okay. Oh, ich hab's jetzt zu tief. Flatsch. Er ist echt ein Superheld, weißt du, er kann ja nicht mal springen. Boah. Ja, wobei er könnte sehr glitschig sein. Hilfe! Ich glaube eigentlich, da sollte nicht wirklich viel passieren. Außer, dass vielleicht ein paar Leute im Wasser aufstehen, aber hey, es ist immer noch ein Zombie-Spiel. Left 4 William. Juhu. Da war die Abkürzung. Du kannst ihn, glaube ich, theoretisch sogar anschießen, dann müsste er runterkommen. Ja, ja, wollte ich machen. Willst du es echt machen? Warum nicht? Wenn ich den hier überlebe. Ist aber genug. Musst du irgendwo anders hoch. Das war nicht fair, ja? Also wirklich. Er hat dich nicht mal getroffen, richtig. Kannst du nicht sagen, dass das nicht elegant war? Ja, er war richtig elegant. Wie du mit dem Rundtanz, der hat ja keine Chance. Das wäre voll lustig, wenn es wie bei Bloodborne einfach Öl wäre, weißt du? Das wäre so fies. Zum Glück sind wir nicht in Bloodborne, ne? Da musst du erstmal alle mit Pfeil und Bogen ausknipsen, bevor du in diese Öllache reingehst. So, hat sehr viel gebracht, dass ich den da umgeworfen habe anscheinend. Ja, irgendwo musst du da, glaube ich, wieder, oder? Nee, du musst ja immer außen rum. Ja. Ist wahrscheinlich einfach nur ein Shortcut, falls du irgendwo runterfällst, dass du da sofort wieder hochkommst. Guten Abend, Eos! Ist das Ninja? Das ist Ninja. Ja. Nein! Ey, du Arsch! Das ist echt Ninja gewesen. Mann, ich hab ihn nicht gesehen. Er ist auch Ninja, den siehst du nicht. Die Wahl der richtigen Ausrüstung ist von entscheidender Bedeutung im Kampf. Gestorben gespeichert.
Guck mal, du kannst jetzt schon runtergehen dann im Wasser und dann kannst du einfach da hochlaufen. Ja, ist das aber so eine Abkürzung? Oh, hier war noch was. Ein Geiststein gefunden. Das ist wahrscheinlich echt so eine Abkürzung, aber ob das so eine Abkürzung ist, erstmal. Also ich bin mal gespannt, was Ninja gegen Speerkämpfer überhaupt ausrichten will. Mein gut, der kann Schuriken werfen, aber... Wollen wir eigentlich das neue Until Dawn spielen? Wieso? Weiß ich. Oh oh, Ninja. Zwei Ninja! Geschnetzeltes. Ich hab die Leiche gar nicht aufgehoben. Die ganzen Seelen sind weg. Egal. Ich hab echt die Leiche nicht auf, ich hab die voll vergessen. Tja. Oh, das war schnell, ne? Du hast übrigens das Bild hier hinter uns. Jetzt sind wir auch, glaube ich, ein bisschen heller durch das Bild. Das finde ich voll angenehm. Davor sind wir immer so dunkel gewesen. Was habe ich verpasst? Das ist jetzt neue Location. Ja, wir sind jetzt, wir haben jetzt Fenster eingebaut. Wir sind hier in New York. Wir konnten uns von EOS 3 Euro kommen uns eine Wohnung in New York kaufen. Ja, ist voll krass, oder? Du hast nicht viel verpasst. Wir haben... was mit E.T. gemacht und wir spielen jetzt erstmal Nioh bis. Aber stell dir mal vor, wir hätten die 3 Euro damals in Bitcoins angelegt. Ja. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen Nioh spielen und dann werden wir wahrscheinlich so um 21 Uhr, 21.30 Uhr auf Gwent switchen. Jahu. Und dann werden wir wahrscheinlich deine Deckerklärung machen und dann noch ein paar Bank-Matches machen. Morgen ist übrigens wieder ein Gwent-Stream, ne? Mit Leaks und so. Für neue Karten. Wollen wir den machen? Also ja, ich dachte, wir haben schon noch mal geredet. Wollen wir den Restream? Ich weiß es gar nicht. Können wir nachher nochmal bei Gwent fragen. Ja, das ist die Frage, ob die Leute das wollen. Vielleicht haben die meisten jetzt nicht wirklich so Bock auf Restreaming da. Waren da nicht zwei drin? Da waren zwei drin. Der andere ist in der Decke. Um. Das war ein Witz, der sitzt in der Krug. Links sind am Krug. Der war direkt am Eingang. Sitzt keiner. Hinter dieser Schmiede müsste der sein. Ist er nicht. Echt? Vielleicht war er dann doch in der Decke. Ne, draußen. Draußen. Der kommt. Ey. Stimmt aber eigentlich. Ninja kannst du ja voll gut fertig machen, indem du einfach im Bogen schießt. Hat sich ausgeminiert. Was? Du droppst nicht mal was? Penner. So macht man das, ne? Du wusstest auch, dass da zwei sind. Oh, Schokobecher. Oh, wir haben ein neues Doppel-Uchi. Wir haben ewig kein Doppel-Uchi-Gatana mehr verwendet, oder? Aber die Waffe ist halt auch im Vergleich zum Speer so langweilig. Ach ja, ein Leben, zwei Kernchen. Ein Leben vertan, zwei Kämpchen wurden zur Schlachtbank getragen. Ah. Willst du jetzt echt einen Doppelkatana benutzen? No, why not? Wenn wir das Ding schon haben. Zweite Hauptstadt sieht die jetzt an. Hat sie mit dem Wiederaufbau nicht viel Mühe gegeben. Werf ihn um! Schnell, bevor du stirbst! Hä? Oh nein! Ich sag, du wechselst spätestens bei den Dicken wieder auf den Speer. Ach naja, mal gucken.
Hat er auch schon wieder eine Axt? Nee. Todeszählung war es gerade. Ey, renn ist nicht, ne? Freundchen? So war das nicht abgemacht. Der rennt auch. Los, geh ran. Mach ihn fertig, Champ. Jawohl. Krieg die Axt ins Gesicht. Okay, lass dich spalten. Lass dich spalten. Zeig es mir. Sieht wunderbar aus. Du hast ihn gleich fertig. Nice. Oh Mann. Ich bin jetzt dran gewöhnt, dass das Bild. Ja, hier dieses Bild, das war eigentlich früher da hinten der Greenscreen. Das Problem ist halt nur, ich habe mir jetzt gedacht, scheiß auf den Greenscreen. Weil wir benutzen den eh nicht und den Greenscreen, den wir haben, der ist nicht groß genug für uns beide. Dann müssten wir halt erst so ein Stangensystem aufbauen und dafür hätten wir hier eh keinen Platz. Und ich finde das irgendwie so besser. Und so hast du auch so ein kleines Bild, dann hast du den Rahmen. Ich finde das so ganz schön. Ich glaube, ich werde auch so ohne Greenscreen streamen, wenn du nicht da bist. Und bei Nioh haben wir, glaube ich, sowieso nie den Greenscreen benutzt. Zack. Ich bin eine richtige Holzhackmaschine. In der Holzhackfächerei gibt's manche Kleckerei. Lang lebe der König. Mufasa. Fuck. Ah. Das sind die Hyänen. Ich weiß nicht mehr, wo du lang gelaufen bist. Oh shit. Ist bestimmt voll viel irgendwo übersehen. Ach, da bist du. Passt schon. Bleib mal da unten. Der kommt einfach wieder hochgelaufen. Weißt du, zu mir sagst du, bei den Rädern verschieße ich ganz Munition, aber bei den Pissgegnern machst du das. Du hast ja auch die Flinte benutzt. Ja, die Flinte ist ja aber auch besser. Und die Räder waren es auch. Alter, ist das dein Ernst, ne? Wie du rumtanzt. Geil, wa? Jetzt hatte ich getroffen. Oh, das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Ich find's immer erstaunlich, wie du ohne Heilung weiterläufst, weil ein Treffer und du bist sofort tot. Dann kann ja auch noch der Typ von hinten gleich kommen und eine Brandbombe auf dich werfen. Das war der, den ich gerade gekillt habe. Nee, der müsste hinten bei der Brücke sein. Also wenn das eine zweite Hauptstadt ist, ne? Hier ist ja echt nicht viel los. Der droppt eine gute Brust. Eine Hühnerbrust. Na, willst du denn machen? Müsstest du eigentlich auch mal. Ist er jetzt eigentlich blind oder kennt ihr das? Nee, das ist jetzt blind ab hier. Das ist auch bestimmt durch den Regen voll pixelig, gerade im Stream. Das tut uns voll leid, aber es geht halt leider nicht. Anders. Der hat nur einen Katana, du hast zwei, mach ihn fertig. Jetzt ich hab grad gewechselt, Alter. Schwer! Okay, die Brust ist eh von uns nutzlos, das ist ein Samurai. Samurai benutzt nur schwere Panzerung. Dieser Moment, wenn er auf dich zukommt, du keine Ausdauer mehr hast, ich liebe diese Momente. Aber zumindest wenn ich nicht spiele. Das finde ich aber cool, die Gegner scheinen sich auch zu boosten. Sehr schön. Ah, wir kriegen eh nur Kriegsherrn-Sonate und Ruhm. Ruhm.
So, da hinten war noch ein Yukai. Auf den Dächern war auch, glaube ich, noch Loot. Ja. Einmal rumlaufen. Durch die Kleingartenanlage. Das sieht echt aus wie so eine Kleingartenanlage. Oh ne, nicht ein dicker. Platz. Wie wollen wir die nennen? Die brauchen einen Namen. Die sehen so babyhaft aus. Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel. Pass auf, dass du nicht gleich noch den Geist rufst. Voll fies, oder? Wie wollen wir die nennen? Ich bin für André. Tomandre. Weißt du noch, bei irgendwie Super Meat Ball? Ja. Immer der beste Boss. Tomandre. Baby Lulu. Baby Lulu? Wollen wir Baby Lulu? Na, Baby passt. Wobei, Baby passt schon, aber Lulu? Na, willst du? Ich hab grad gelesen, tödlich gefurzt, aber stand tödlich gestürzt. Tödlich gefurzt. Passiert in den besten Familien, ja? Ja, das ist, sag mal, kann man nie, weißt du? Eines Tages sitzt du auf dem Klo und dann anderen Tages ist jetzt hör auf, wegzurennen. Weißt du, die wundern sich, was macht der eigentlich? Weiß nicht. Der ist gestürzt, der kann nicht laufen, der hat bestimmt kein Bein mehr. Der trägt übrigens einen Helm. Weiß ja nicht, dass ich ihn nicht trotzdem zu Fall bringen kann. Und dann nicht mal im Rücken gestochen. Achso, ach ja, der Doppelkatana. Wir nennen ihn Baby Klob, oder? Das ist doch ein guter Name, Baby Klob. Baby Klob? Baby Klob, ja, was ein Zyklop ist, aber halt auch noch so ein kindliches Gesicht hat. Das sind jetzt die Baby Kloben. Was habe ich denn eigentlich erhalten jetzt von dem Dude? Nichts. Guck mal, Rufstufe, ich glaube, wir haben Rufstufe wieder. Ruf. Das war ganz recht. Auszeichnung, oder? Ja. Rufzusammenfassung, 3 Rufpunkte. Okay, Amarita-Bilanz. Leben, oder? Mach Leben. Yokai-Schutz könntest du theoretisch auch nehmen, aber ja. Magie benutzen wir halt eh nicht. Und der reduzierte Elementarschaden ist halt Nahkampfschaden, Yokai, ja. Auch gut. Geh ich voll mit. Amarita-Bilanz nehmen wir nächstes Mal. Dann kriegen wir halt mehr Amarita, wenn wir Gegner besiegen. Ist da was auf dem Baum? Nee, was ist das? Das ist Ninja. Nee. Das ist nicht. Boah, hat der eine Zunge. Was ist das? Vor allem, wie der die ganze Zeit ausweicht. Ja. Okay, wie nennen wir die? Schlecker. Apollo. Apollo 13. Da kommst du, glaube ich, weiter, wenn du nicht erstmal den Shortcut freischalten. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber... Ich glaube nämlich, da geradeaus ging es trotzdem Shortcut. Hier? Nee, rechts. Und da geradeaus. Weil es sieht mir wirklich so aus, als wenn du da oben weiterkommst. Ich hätte ja gedacht, dass wir weiterkommen. Du hast die Brandgranate. Rechts ist noch so ein Geist. Mhm. Hinter dir war jemand mit einer Brandgranate und da vorne war noch ein Yokai. Achso, kann man hier mal reinkopfen? Darfst du nicht selber reinfallen, sonst kriegst du Probleme. Den schießen wir einmal ins Auge. Nimm dir den Y-Pfeil. Ja, ist er sofort tot.
Ah, die waren schon recht nervig. Brauche ich jetzt hier anschließen. Marita ist die Seelenpunkte sind das. Genau. Das sind die Seelenpunkte, Marita. Den großen nehme ich auch noch wieder die Schwertchen. Das ist halt, es ist gar nicht so schlecht, wenn man das erhöht. Wobei, so dringend ist jetzt auch. Nein. Du bist genau vor dem Shortcut gestorben. Ach egal, du packst das schon. Ich weiß ja nicht. Die großen sind doch jetzt ewig. Der Babyklo? Ja. Ich glaube nicht, dass der Babyklo weg ist. Ich glaube nämlich fast, der Babyklo kommt immer wieder. Aber der war jetzt nicht so schlimm. Jetzt kann ich mich mal zurücklehnen, ja? Ich weiß gar nicht, wo wir hier überhaupt hochkommen. Wo war der letzte Baumstamm? Ja, wo war jetzt der letzte Baumstamm? Hier aber, oder? So, was wollen die Leute? Ach, du hast ja... Nein, nicht das. Aber ich benutze doch lieber den Speer. Noch mehr Animal Crossing IDs fürs Telefon. Ach, gibt's nicht Animal Crossing jetzt auch fürs Telefon? Ja, hab ich schon. Und wie ist es? Naja, da ich in Sucht bin ich jetzt schon auf. Da rollen die Köpfe. 3. Bin ich jetzt schon auf Stufe 12? Der ist echt mies hässlich. Erinnert mich ein bisschen aus Dragon Ball, so ein Pflanzenmann. Und eben diese Zyklopenviecher. Aber warum stand der nicht mal da vorne? Das ist der Babyklo. Den hast du nur übersehen, wahrscheinlich. Achso, naja. Die sind so klein. Die siehst du halt wirklich echt kaum. Ich überlege, ob ich die bessere Munition. Aber weil es ist halt nur ein Babyklo, ne? Also die Zyklopen können eigentlich auch nichts. Nicht wirklich. Gib dem mal noch eine Axt oder so in die Hand. Das kommt bestimmt später noch, glaub mir. Die werden später bestimmt noch irgendwelche Gegenstände kriegen, womit sie dich dann leichter fertig machen können. Achso, den habe ich ja schon gekillt. Dann war hier noch einer von denen. Ich wollte gerade fragen, was wir morgen spielen, aber wir haben ja schon beschlossen, dass wir den links machen. Wir haben es nicht beschlossen. Rollen die Köpfe. Das könnte auch so ein Steven Seagal Actionfilm sein, da rollen die Köpfe 3. Ich wollte doch nur meine Leiche nehmen. Ich dachte, ich habe jetzt eine Pause. Ich kann auch noch mal. Nein. Ich will auch wie du sein, das ist dann gespielt. Nein, mach du das. Mach nie, es sei denn, du spielst das ganze Level über durch. Vor allem, du musst jetzt aber durchkommen, ich habe gerade die Leiche aufgehoben. Das heißt, die ganzen Seelen liegen da immer noch. Der ging da vorhin in seinem Kopf eher aus wie eine Mini-Version vom Baby-Klo. Da sind das jetzt die Mini-Baby-Klopen. Der Arme. Warum machst du die eigentlich? Du kannst einfach ins Wasser. Und da kommst du. Ich überlege, du könntest halt von unten jetzt schon den einen Bombenleger da wegschießen, aber naja. Bestimmt hier der Emboss im Level, weißt du, einfach so ein riesen Zyklop mit einer Doppelaxt. Wunderbar. Och, die könnten dir noch ruhig eine Waffe in die Hand geben. So. Der her. Du musst da gar nicht lang, du kannst eigentlich links an allen vorbei. Wieso? Nee. Nee, links. Genau. Du musst nur aufpassen. Also, du darfst jetzt wirklich nicht sterben, weil da liegen jetzt halt wirklich schon eine Menge Seelen. Es wäre halt doof, wenn wir die verlieren würden. Aber ja, wenn, passiert es halt. Rechts beim Babyklo. Oh Mann, ist das hässlich. Mach's weg, bevor es Eier legt. Es legt keine Eier. Will dir nur einen Zungenkuss geben. Wow. Mach doch jetzt mal einen Shortcut. Die hauen nur, glaube ich, relativ stark rein. Ja. Jo. Oh, Alter, sorry dafür.
jetzt nichts mit uns. Es liegt nicht an dir, es liegt an deiner Zunge. Die ist mir irgendwie zu lang. Ich mag halt einfach keine Typen, die bei meinem Zungenkuss aufs Arschloch lecken können. Oh. Kann mir doch schön so, naja, gehen wir da jetzt nicht tiefer drauf ein. Das ist halt echt. Ja, willst du jetzt erst die Seelen nehmen? Du weißt, was passiert, oder? Ich geh erstmal safe. Clean, das ist halt nur ein, also so. Vier kleine Jägermeister waren bei der Bundeswehr und tranken um die Wette, den besten gibt's nicht mehr. Der macht halt nur so viel Schaden, weil er eine Axt hat. Plattenrüstung. Sehr schön, meins. Jetzt mach den Shortcut frei und dann Level. Level! Level! Was ich mir eigentlich frage, also du hast ja gesehen, da war so ein riesen Holzbalken vor der Tür. Ja. Warum hätte nicht einfach durch diese Tür durchgreifen können, weil da war ja ein Löcher, den Holzbalken hochheben können und dann hinter die Tür werfen können. Das ist nicht so nett, so schön. Vergessen wir mal. Willst du noch ein paar Sachen verkaufen? Die haben wir noch nicht durchgeguckt, also. Ja, dann lass es. Warte mal, ich muss hier erstmal so, ne? Ich lasse diesen. Du hast diesen Ständer, ja. Das Problem ist halt den anderen Greifarm, den du bei dir zu Hause hast, den können wir dir mal bestellen, weil die sind relativ teuer. So. Was hättest du denn gehen? Oh, ich würde Fähigkeit leveln. Fähigkeit bringt uns nicht so viel. Sagst du? Na, Doppelschwert, da ist uns ein Ton. Ja. Ich würde vielleicht Körper ein reinstecken und Herz. Geht nur ein. Okay, Körper. So. Mission 19? Was? Mission 19? Was meinst du? Da war Standard Mission 19, ich weiß das auch nicht. Schadensregel, Durchbruchschutz, Stufe 20. Raufbeul Kaputo ist zu gut, es gibt so viel Glück. Niedler Glück? Ja, Glück ist halt wirklich ein ziemlich cooles Attribut, weil du findest so seltene Gegenstände. Auch schlechter. Wir haben so viel episch ausgerüstet, ich glaube, da werden wir erstmal ein bisschen. Wenn es nicht auch unbedingt blaues ist, mindestens, werden wir nichts Schnelleres, Besseres finden. Der Schutz geht auch runter. Einfach auch schon, was du an der Hose alles für Fähigkeiten hast, ist halt pervers. Ja, gucken, das hat man erst geguckt. Gut. So, hier geht's weiter. Oh Mist. Ah, sind alle wieder da. Der rechts, der Dicke müsste eigentlich auch wieder da sein. Wie der auch läuft! Das ist halt so ein. Mann, das ist halt so ein Puppenjokai. Kein Bock. Das ist halt einfach nur eine Puppe. Das ist wieder der Babyklo. Einmal bitte blinzeln! Der sieht so aus wie ein 15-Jähriger auf Steroide. Das ist fies. Aber nicht auch. Der kann ja noch steil sein. Stimmt ja. Nee, nicht mit mir. Ja, wie ich auch nicht sehe durch diese doofe Lampe. So, die geht, weißt du, so gut im Game Design. Logok, wenn der Chan nicht springen kann, muss man erstmal einen Baum umwerfen, um die Hinterschiebe von 30 cm klar zu kommen. So, um auf die Tür. Ja, das musst du hier auch machen, war dabei, als wir das umgemacht haben. Du musstest ja auch Bäume umwerfen, um Shortcuts freizuschalten. Ja. Ja. Aber ich kann schon verstehen, dass man bei den Spielen nicht unbedingt das Springen einbaut. Mach's weg, was? Oh, hast du noch was gefunden?
Guck mal, da geht's zurück. Vielen Dank. Ich glaube, bei Dark Souls 1 konntest du springen, wenn du nach dem Rennen nochmal B gedrückt hast, dann hat er so einen kleinen Hops gemacht. Und dann gab es am Anfang so einen Brunnen und da ist irgendwie jeder zweite in den Brunnen gehüpft. Und gestorben. Aber erstmal probieren, ne? Ja. Da war aber auch immer so ein Zeichen davor. Im Brunnen findest du Schatz. Das sieht sehr vertrauenswürdig aus. Und das glaubt man bei Dark Souls? Hm. Oh! Herr der Gravitation erhalten. Bitter, oder? Wow. Hier geht's anscheinend doch nicht weiter. Dann wahrscheinlich bei dieser riesengroßen Tür. Oh, warte mal. Ist so eine kleine Kiste. Was drin? Oh, da mal. Na, hier geht's echt nicht weiter. Das war keine gute Idee. Ach, wann hab ich schon mal gute Ideen? Oftmals sind nur Tipps zum Sterben, aber nicht zum Dinge zu zeigen. Ja, vor allem bei den Souls spielen. Das ist halt echt, wenn du in späteren Bereichen des Spiels bist, immer voll gemein, wenn du einfach nur überleben willst, zum nächsten Lagerfeuer kommen willst und alles safen willst und dann da links von dir ist ein Ninja. Und dann schreibt einfach nur jemand einen Tipp, ja, du musst hier fallen und sterben. Firma dankt. Und hat er nicht gerechnet. Osttorschlüssel. Ah ja. Ah, okay. Da in der Osten, da können wir jetzt mal wieder rennen. Osten. Da gibt's wieder Bananen. Das war voll bitter. Das hat mir mal ein Kumpel erzählt, dass der Vater von ihm halt sich eine neue Freundin angelacht hat, sozusagen seine Stieftochter, und die hat halt so den Osten so verarscht, weißt du, die hat so, boah, ihr habt ja hier sogar Supermärkte, habt ihr hier auch Bananen? Oh, guck mal, da kannst du speichern. Der Shortcut war vollkommen unnötig. Willst du nicht erstmal zum Speichern? Da geht's oh. Weiter. Oh! Ja, ich geh zum Speichern. Beim Speicherpunkt dürfte ja eigentlich nicht sein, oder? Nein. Wobei die da sehr verdächtig aussehen. Da kann nichts sein, weil sonst würdest du ja nach dem Neustart sofort angegriffen werden. Guck mal, was wir für Geister schon mittlerweile haben. Ach. Nicht die Geister. Ja, ist mir auch aufgefallen. Die Mini, der war schon vorbei. Orakelsegen, Amaritamenge um 20. Das ist halt schon cool, aber ich finde den Heilersegen immer noch den besten. Vor allem, weil uns auch irgendwann leider die Dinge ausgehen. Werden die Elixiere. Wir haben nämlich nur ein Elixier. Wieso? Ja, siehst du, den greifen wir nicht an. Guck dir mal an, wie langsam die sind. Ja, auch wenn sie dich treffen, treffen sie dich. Ja, das ist die Erkenntnis des Tages. Wenn du getroffen wirst, dann wurdest du getroffen. Ich hoffe, er zerfetzt dich richtig. Oh, guck mal hier, deine Seelen. Ja, hier, komm, los. Naja, pass auf, der trifft mich nicht. Ich nehm's mit zwei auf einmal auf. Die haben sau viel Rüstung. Weiß. Oh, so. Wie soll ich eigentlich zwei gleichzeitig die ganze Zeit ausweichen? Das geschieht mir recht. Hat er ihn gerade zerknüppelt, sein Kumpel? Nein. Weißt du, einen habe ich auch schon geschafft. Wieso muss ich dann bei einem sterben? Das nennt man... Guck mal. Die kommen nicht dauerhaft wieder, ja. Arschgeil. Nimm die Flinte. Ich glaube, ein Pfeil bringt bei Steinen nicht viel. Ich weiß nicht, ob das so... klug ist? So viel bringt. Nein. Warum wusste ich das? Der hat einen neuen Angriff gemacht. So. Das wäre eigentlich voll gemein, weißt du, wenn der eine immer nur hochkant schlägt, der andere so seitwärts schlägt. Ist das jetzt... ist das jetzt immer gewesen, dass... kann sein, dass es immer gewesen ist. Das ist mir gerade auch das erste Mal aufgefallen. Aber das ist, der Hund lag hinter dir auf dem Boden.
Das kann halt sein, dass wenn du am Schrein betest, mach den Geist, dass der Hund hinter dir liegt. Wir haben nämlich nie wirklich hinter uns geguckt. Ach, ein Kuriga. Pass auf die Kombos auf. Der kann nämlich sein, dass er dich ranziehen kann. Ja, also du hast jetzt, glaube ich, zwei Wege, die du dir gehen kannst. Such dir den aus, den dir lieber ist. Das ist dein Ernst. Die sind flink. Die sind verdammt flink. 6:0 für das Spiel. Eos zählt immer noch mit. Ah, wenigstens so einer. Komm, mach einen fertig. Hab ich auch geschafft. Ich saß vorhin mal gerade noch, weißt du? Es wäre voll gemein, mit einer horizontal der Hand vertikal zu schlägen und sie machen es. Wo ist jetzt die Truhe? Eichenhammer. Laufen die hintereinander? Ja. Die sind genau ineinander drin. Jetzt sind sie zu Steinerstart. Jetzt gehen sie wieder auf ihre ursprüngliche Ausgangsposition. Sie wollen nicht einkesseln. Das dauert noch eine halbe Ewigkeit. So wie eine Zombie-Apokalypse, weißt du? Hey. So ein Spaß. Das war der Rundumschlag. Du darfst die nicht an den Hintern fassen, sonst holen die aus. Ich finde die aber cool. Also ich finde auch das Design von den Gegnern irgendwie voll cool. Also diese alten Steinstatuen, die einfach von bösen Geistern belegt sind. Jetzt hast du einen Holzhammer. Das ist ein Eichholzhammer und ein Holzhammer. Maximal vertraut. Jetzt machst du richtig Schaden. Siehst du das? Seh ich schon, ja. Schon ein riesen Unterschied. Und neun Speer gefunden, das ist bestimmt besser. Du hast mit dem Hieb 300 gemacht. Glaube ich nicht, dass der besser ist. Quatsch. Hoch? Nee, der hat nur 120. Du kannst auch einmal links reindrücken, glaube ich, dann sortiert es nach Stärke. Offizierspeer? Oh, der ist 187, aber. Ja, also ich glaube, unser Speer ist noch besser. Schau dir mit dem Erdschaden, der ist jetzt voll gelevelt. Ist voll gut, dass da noch die ganzen Gegner sind, weißt du, so. Oh, ist das schon der Endboss? Ich möchte leben. Ist jetzt schon der Endboss? Das wäre halt voll das kurze Level gewesen. Ich mache erstmal Lücken. Sieht aber so nach Bossraum aus, oder? Egal, du hast einen Feuergeist, dann gib ihm einfach. Ich bin zu jung zum Sterben. Egal, ich gebe ihm. Das ist genau richtig. Oh, shit. Ja, es ist nur, ey. Ist das hässlich? Ih, bist du hässlich? Boah. Der hält aber eine Menge aus. Wieso speichert das belebende Waffe aktiv? Das müssen wir eigentlich mal einblenden, was der alles speichert. Das ist unglaublich. Ach, das ist so eine mystische Bestie. Eine Chimäre. Das ist keine Chimera. Oder? Nee, es ist keine. Du ist aber gut hier, ja? Ich glaube, da musst du laufen, wenn er sich schüttelt. Ja, ja. Ich wollte mich heilen. War vielleicht nicht so schlau.
Shake it. Du könntest natürlich erstmal dein Dings aufrufen. Ach nee, geht nicht. Du hast deine. Ich hab meinen Geist nicht. Oh, bitter, ne? Ich werde den ja auch jetzt nicht aufheben, dann kannst du dich wieder aufboosten. Und ich muss den auch machen. Vielleicht schlägst du ihn ja jetzt auch. Ja. Der hält aber eine Menge aus. Ja, was ich bin der zweite Boss. Der zweite Boss ist aber auch nur von dem Ausweichen her schwer gewesen. Der hat einen Angriff, der dich paralysiert. Danach macht er dich halt sofort fertig. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt außenrum laufe? Oh. So, Seelen auf. Ja! Es geht nicht! Da kam schon der erste Blitz. Oh oh. Das Donnerblitz. Ich weiß nicht, ob das ein Zwischenboss ist. Nein. Das sieht schon aus wie ein fetter Boss. Ja. Oh. Wie soll ich denn angreifen? Das glaube ich schön immer am Bauch. Nee, also wann habe ich immer Zeit, den anzugreifen? Ja, das hat sehr viel rumlaufen, wenig angreifen. Aber ganz schön. Das klingt so voll böse. Ja, das ist ihm nichts eingefallen. Ist ja voll doof. Nee, so habe ich das nicht gesagt. So hast du das gesagt. Du hast dich nicht von den Blitzen treffen lassen. Ach was. Guck mal, wer guckt. Ich wäre jetzt immer in die Blitze reingerannt. Also, ich weiß nicht. Wie du das siehst? Ja, um die Waffe aufzupowern. Weißt du, jetzt den Speer in die Luft gestreckt, um die Blitze zu nehmen. Nimm die Hunde oder nimm den Geist nicht auf, weil sonst können wir nie den Geist auffüllen, bevor wir den Boss machen. Ah! Wo kam der denn her? Hallo. Ja, von unten. Jungs, kommt ihr mal klar? Das ist hier mein Safe Room, ja? Das zählt nicht, wenn du mich hier tötest. Jetzt waren es 8. Was kommt? Das Spiel hat die Macht. Ach, das Spiel hat die Macht. 7. Du wirst es nicht mehr. Du wirst lieben. Diesen Boss noch lieben. Komm, das passt doch. Ich will es versuchen. Nicht aufnehmen. Ah, jetzt kommt er schon. Ah, der kommt relativ cool. Wenn er sich shaken, macht er irgendwie 4 Blitze hintereinander. Ja. Shake that! Shake that booty! Mir kommt das nicht fair vor, was er da macht. Ich hab seinen Job geklaut. Weißt du musst dir den Bauch rein. Ja, ich weiß. Aber du musst auch weggehen. Guck mal, wie er guckt. Ah, guck mal, so ein Kuss. Jetzt hat er gleich stirbt. Okay, jetzt musst du einen neuen Spruch auslegen. Sie klauen unsere Jobs. Ja, das machen andere Leute. Ich werde mal ganz kurz erstmal den Schutzgeist auffüllen, bevor ich da wieder reingehe. Viele sagen, dass die Asylanten unsere Jobs klauen. Aber wie habe ich mal gelesen? Wenn man sich den Job wegnehmen lässt von jemandem, der noch nicht mal richtig Deutsch sprechen kann, dann ist man selber schuld. Nein. Natürlich alles Blödsinn. Das hat mich an South Park da mit den Leuten. They took our jobs! They took our jobs! Das ist halt so ein richtiges Totschlagargument immer für die, ne? Also für was sie so rauswerfen. Die klauen uns unsere Jobs.
Nee, weißt du, was das Totschlagargument ist momentan für die Flüchtlinge? Was denn? Das sind alles Raketenwissenschaftler. Okay. Oder Ärzte. Na, weil doch gesagt wurde, als sie in unser Land, also als Merkel die EU geholt hat, dass da bestimmt Leute dabei sind, die könnten, die haben das technische Know-how, Ärzte zu werden oder Raketenwissenschaftler. Ja, es sind bestimmt Leute dabei. Und das sagen die immer wieder, weißt du, so alles Ärzte und Raketenwissenschaftler, ja, ja. So alles, ne? Jeder einzelne von denen ist genau, jeder einzelne Deutsche ist auch ein Ärzte und ein Raketenwissenschaftler. Das ist genauso wie jeder Deutsche natürlich für sein Land kämpfen würde und nicht in eine Zuflucht suchen würde. Die sind so feige, die sollen für ihr Land kämpfen. Da ist nicht mal mehr ein Land, wofür sie kämpfen könnten. Doch, das Land ist nur da. Naja, das Land. Der Rest nur nicht mehr. Ach, keine Ahnung. Ist auch so ein blödes Diskussionsthema, ne? Oh, meine New. Sind halt auch nur Menschen, die versuchen auch nur durchs Leben zu kommen. Klar, gibt es immer irgendwelche. Jetzt Schluss, nein. Weisen, die Stress machen. Wir halten jetzt die Schnauze. Nö. Das ist wieder so ein politisches Thema. Wir wollten keine politischen Themen ansprechen. Ich hab doch gesagt, das sind einfach nur Menschen. Ich finde es halt immer doof, wenn man Spiele spielt und dann so politische Themen anspricht. Klar, es ist halt wichtig. Und es gibt auch bestimmte Momente, aber. Machst du doch gerne. Nein, ich mach das halt auch, ja, natürlich, weil man halt vieles sagen muss, aber. Ich will das halt eigentlich auch nicht so. Achso, ich hab übrigens wieder den Geist voll, ne? Außerdem. Aber das ist ja kein politisches Thema. Ich bin ja dann eher in die Ethik zurückgegangen als in die Politik. In die Ethik? Ethik. So, ich würde. Wenn du weißt, was ich meine. Ganz kurz zum Schrein gehen und dann werde ich mich mal um Nuo da kümmern, ne? Du wirst sehen, der wird im Nuo fallen. Glaube ich eher nicht, aber. Ist ja nicht Nui? Ja, weiß ja nicht. Du und Namen. Kommt er jetzt mit rein? Bleibt nein, raus? Nein, glaube nicht. Nein, kann er echt nicht. Nui. Okay. Blitz, 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 Blitz. Vor allem die Blitze erzeugen nur diese schwarzen Flächen. Die sind halt voll kacke. Kannst du mal rauskommen? Die machen nochmal extra Schaden. Oh nein! Die machen keinen extra Schaden, die nehmen dir deine Ausdauer weg. Oder so. Hab ich mich jetzt vergiftet? Ich hab mich vergiftet. Ich bin geblitzt. Oh Gott, wir haben die Paralysiernadel nicht. Warte, muss ich jetzt mal ganz kurz weglaufen. Warum ist das eine Chimäre? Hab ich doch gesagt. Hast du nachgeguckt? Ja, warum ist das gewohnt? Das ist eine Art Chimäre, ist wahrscheinlich. Das ist eine Missgeburt. Eine Missgeburt oder ein Chimären. Nein, das sage ich jetzt lieber nicht, was ich gerade sagen wollte. Ich weiß, was du sagen willst. Gut. Das ist das Wort, das schlimme Wort mit D. Das sieht aber immer wirklich. Ja, es tut mir wirklich. Stirb! Stirb! Okay, das Wort. Es sieht aber fast wirklich so ein bisschen aus, ne? Also, ich weiß schon, das ist halt wahrscheinlich einfach nur so diese Art, aber es ist. Scheiße. Du brauchst, als ob wir in die Dämonenwelt kommen. In die D-Welt. D-Welt. Jetzt aber Schluss, dann reden wir über die Flüchtlingspolitik. So. Du hast meinen Vertrauten abgehört. Es ist besser, auf die Frau zu hören, sonst hätte man noch seine Katzenleben. Tja. Wir haben ihn geschafft, jetzt muss er reinkommen, weil wir ihn geschafft haben.
Was zum Fick? Das ist, glaube ich. Das ist der Fürst, glaube ich. Hübscher Fürst. Mit der Frau da? Hallo? Von Kommunikation hält er nicht viel. Warte. Mit einem Vertrauten abwehren können. Das ist ein Vertrauter? Ich bin Omnimagi, ich beschütze dieses Gebiet, es freut mich, dich kennenzulernen. Dieses Wesen ist mir vertraut, aber bis vor kurzem mit ihm aneinander geraten. Es scheint immer noch aufgewacht, aber vielleicht kannst du seinen Zorn besänftigen. Du hast erhalten, Geste entschuldigen. Okay. Warte. Na dann, mach mal. Entschuldige dich bei dem Biest. Glückwunsch zum Boss. Wo sind die Gesten? Gestmenü war select, ne? Mhm. Ne, Start. So. Verbeugen, klatschen, das so nicht einschüchtern. Du kannst den Modus wechseln. Ich weiß, ich mach den mal weg und das war... Entschuldigen. Entschuldigen. Erstmal die Kiste auf. Wollen Sie mich jetzt bei dem nur entschuldigen oder bei dem, der da oben so rumhampelt? Ich glaube, bei dem, der oben so rumhampelt. Nee, oder? Wenn das hier Vertrauter ist, fress ich einen Besen. Ich sag, der hüpft einfach weiter. Willst du den Besen mit oder ohne Kopf? Mit? Aber ich hoffe, ich krieg dazu Senf oder Ketchup. Da war ein Geist oben. Verdammt, seist du Fahrstuhl! Kommst du bestimmt wieder hoch. Du kannst nicht vorbei. Du kannst wieder helfen. Es ist bei Dark Souls. Ja. Nur, dass du nicht diese schöne Sachenflieg-Animation hast. Das war bestimmt aber, ja, das war bestimmt Gandalf, der da rumgehüpft ist, ne? Du kommst hier nicht weiter. Jetzt habe ich eigentlich für einen Geist gefunden, ach egal. Das ist richtig widerlich, dass sie so einen vertrauten Geist hat. Das ist bestimmt ihr Sexsklave. Boah. Boah. Mit der Zunge kannst du mal davon ausgehen. Oh, sicherlich. Okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt aber hier mit Niho Schluss, weil wir Gwent noch zum Rest spielen, oder? Rest des Abends werden wir noch Gwent spielen. Durch eine Kraft verschlossen. Achso, ja, ich weiß wohl, wo wir waren. Wir waren hier in diesem, durch eine Kraft verschlossen. Wir waren hier in irgendwie so einem komischen Untergrundtunnel. Okay. Ist da hinten ein Gegner? Sieht so aus, wa? Nee. Nee, rechts ist... Nee. Guck doch einfach mal. Da! Da war er. Aber davor sieht aus wie eine Statue, die wieder zum Leben erweckt. Wir haben keine Pfeile? Wow. Wir haben auch so wenig Schuss. Ja, das ist garantiert eine Statue, die hier irgendwie wieder zum Leben erwachten. Ja, nehme ich in Kauf. Okay, komm her. Das Spiel wird natürlich immer arschlochmäßiger. Ja, je weiter man kommt. Das ist wie im Leben. Mit 18 muss man anfangen, alles zu zahlen. So, die Statue hier links wird auch noch lebendig. Erstmal alles schrotten. Ja, dann kannst du dich zum Leben erwachen. Hahaha, ich bin ein Genie. Erstmal die Wand ankloppen, mal gucken, ob wieder was kommt. Da ist eine Falle oder sowas. It's a trap. Ne, siehst du das hier? It's a trap. Da schießt was raus bestimmt. Das heißt, wir müssen hier irgendwo eine Druckplatte da haben. Im Wasser, bestimmt. Das Öl. Irgendwo fliegt schon was. Dann ne, da vorne ist irgendein Vieh. Achso, das frisst. Wenn es denn schmeckt. Okay. Da geht irgendwas runter, aber das ist wieder irgendwie so ein böser Geist.
scheint wieder hinter der Tür zu sein. Okay. Die Türen sind alle fest verriegelt. Da habe ich mir schon fast gedacht. Stop. So, warte, ich mal ganz kurz gucken. Wir haben noch was gefunden. Schlechter. Ja, bei weitem schlechter. Plattenrüstung wollen wir nicht anlegen. Die ist schlechter, allerdings. Boah. Fast sogar besser. Also, die hat viel weniger Gewicht. Gibt trotzdem plus 6 Angriff. Die Frage ist, ob Gewicht noch so relevant ist, wenn du jetzt mit dem Speer durchdodgst. Die ist besser, aber hatte nicht diese ganzen tollen Sachen. Okay. Na, wir sind momentan noch auf dem leichten, leicht gegen Feder. Das heißt, jetzt irgendwas anderes anzulegen, wird nicht viel Sinn machen. Ist das ein Labyrinth hier unten, oder was? Scheint so. Da hechelt was. Ja, das ist, ich kümmere mich erstmal da oben drum. Achso, das war wahrscheinlich er, der hechelt. Ist da die Druckplatte? Nom 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 nom. Ja. Da ist die Druckplatte. Und natürlich konntest du nicht ausweichen. Boah. Also musst du rumgehen. Anscheinend schon, oder? Du rollst da vorbei. So, neuer Versuch. So. Ich denke mal, hier geht's lang. Da der einzige Weg, wo du lang konntest. Okay. Also neben dem Schrein direkt. Nee, da geht's wieder hoch. Wir haben langsam keine Munition mehr, ne, für den Bogenschützen. Ey. Naja. Das heißt, wir finden was oder wir gehen drauf. Schieß doch. Ja. Hast du eigentlich den Trailer gesehen für den Batman-Anime? Nee. Die bringen auch jetzt so ein Batman-Anime raus, wo der im Japan ist, im alten Japan. Dann ja, das ist macht der, bestimmt viel Sinn. Dann ist der so ein Samurai. Och nee. Das war, du musst den Geisthund holen. Das sah auf jeden Fall ziemlich cool aus. Also es hatte irgendwie was, aber es war halt kein richtiger Anime, sondern es war halt so Comic-Style, sage ich mal, so Comic-Anime. Es gab auch schon mal einen Iron Man, der in Japan war. Ja, das ist halt diese japanischen Produktionen. Der Batman sah aber eigentlich gar nicht so schlecht aus. Das ist, glaube ich, auch wieder ein Kinofilm. Oh, guck mal. Der hat so gehechelt. Sowohl links als auch rechts sind eine. Du kannst jetzt aussuchen. Ah, ich guck mal. Vielleicht komme ich ja doch dran vorbei, aber ich denke eher nicht. Vielleicht, wenn du schnell bist und direkt dran vorbei dodgst? Ah, siehst du, geht auch. Wäre jetzt so fies, wenn er weiterschießen würde. Guter Lack. Das muss ja was Wahnsinniges sein. Das ist auch, glaube ich, das erste Limit, was wir jetzt haben, was zwei Bosse hat, oder? Mhm. Weil einen haben wir. Oder das Ende hat einfach keinen Boss mehr. Wir haben den Boss schon besiegt. Ich weiß es halt nicht. Ja. Der hat es auf dich Axt gesehen. Wow. Was denn? Da war jetzt nicht so schlecht, komm. So schlecht, dass ihm die Puste ausgeht. So schlecht, dass wir keine Zuschauer mehr haben. Wir haben eh nie Zuschauer, also was erwartest du? Ja, stimmt. Muss an unseren hübschen Gesichtern liegen, damit kommen die Leute nicht klar. Ja. Kannst du jetzt den anderen Weg gehen? Den anderen Weg? Den ich gerade nicht gegangen bin. Achso, ich glaube, den du gehst. Du bist ja den anderen Weg nicht mal gegangen, du hast da einen Gegner. Oh. Du kannst da einfach dran vorbei dodgen und ihn umhauen. Ja, ich weiß. So wie ich gerade. Gut, das war nicht dodgen, aber scheint auch effektiv zu sein. Das war lustig, wie die sich so. Wenn du die zerhaust, dann zerfallen die ja so ein paar Teile. So, gehe ich jetzt mal hier lang? Ich gehe jetzt mal den Weg, ja. Ist er hingefallen? Ja, der ist hingefallen. Ich habe die Chance nicht genutzt, ihn zu pieken. Okay, ach, guck mal hier. Naja, ich habe den Axt-Typi mit dem Stein beworfen. Schnuffel!
Ich habe Schnüffel an diesem dunklen Ort gefunden. Alter. Ja, ja, das ist schon mal fertig. Dass der aber auch einfach so um die Ecke rumkam. Na, was hat er hier? Eine Dreifach-Kombo. Perfekt. Du musst nicht den Kopf verlieren. Ja, glaube ich, gerade viel mehr verloren. Oh, wir haben Pfeil gefunden. Toll, ein. Ja, oh, guck mal. Der hat seinen letzten Schatz gefunden. Dafür wäre ich ja nicht gestorben. Boah. Ich hasse diese Statuen, ne? Sind halt ziemlich stark. Also, wenn sie dich treffen. Die halten auch so verdammt viel aus, ne? Das ist halt so. Es geht. Du machst mit jedem Schlag 62, überleg mal, normalen Fall. Ja, aber guck mal, er hat doch schon die Hälfte weg. Da hat auch was geschossen. Okay, der hat die nächste kaputt gemacht. Sehr schön. Ich benutze mal gleich den Pfeil, den wir gefunden haben. Oh. Das war nicht der Kopf. Das war auch nicht der Kopf. Das war der Kopf. Die Pfeile, die wir gefunden haben. Ja, ich habe sie gefunden, ich darf sie benutzen. Na, lebt hier noch einer? Jetzt nicht mehr. Das macht voll Spaß, weißt du? Das ist einfach die Reihe. Stell keine mal Rache. Vor, da lebt wirklich Abend, noch Shadow. Einen. Abend. Ja, dann schrei ich aber. Yeah. Gehen wir hier richtig? Das sieht mir fast so aus, als wenn wir hier richtig gehen würden. Ja, sieht richtig aus. Oh Gott, siehst du das? Guck mal, da läuft schon der Hampelt rum. Ich gehe erstmal auf die andere Seite. Das sind so. Das sind so viele Schnecke auch durchaus. Wir sind beide fertig heute. Wir werden krank. Siehst du, hier ist der andere Weg. Hier ist noch ein kleines Geisterlein. Siehst du, rette ihn. Er ist verlaufen. Warte mal. Komm her! Ah. Der ist irgendwie zu clever dafür. Ja, natürlich! Das Spiel will mich verarschen. Ich hab's die ganze Zeit gemacht. Das hättest du Dark Souls nicht gegeben. Oder Bloodborne. Dark Souls hätten wir getroffen. Nee, 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 ich schieße nochmal. Okay. Der schießt immer dreimal, so viermal, um dich zu töten. Dann skippen wir jetzt alles ein Leben und dann lachen wir. Dann hat es uns trotzdem nichts gebracht. So, hier hat der bestimmt wieder Pfeile. Nein. Ja. Aber viele Diebs. Du gelacht, wärst du da wieder reingerannt. Wir haben viele Diebsachen bis jetzt gefunden. Ja? Kriegst du hier Kabuto? Ist es besser hier? Nein, das ist nicht besser. Ist ein Mengu nicht ein Affe? Mengu? Ja, ich glaube, weiß ich doch nicht. Das möchte ich googeln. Frag mich doch nicht. Warum fragst du mich jetzt solche Sachen? Ich weiß nicht. Vielleicht weißt du das ja. Die Dieb ist vielleicht sogar besser. Durchbruchsschutz. Na, wobei wir verlieren halt ein paar Stats. Naja, ist nicht besser. Mengu-Buffet. Unbegrenztes Unbegrenzschaden und eine Bogenschaden. Nein, brauchen wir halt nicht. Plattenrüstung. Nein, Mengu ist ein Dämon. Mensch. Ja, ein Affendämon. Guck mal, die Hose ist doch gut. Hier. Warte. Heiß. Ah, ist auch zu schlecht. Haben wir noch irgendwas Tolles gefunden? Nein. Ach, das ist Mengü. Ah, Mengü. Nein, warte, das ist türkisch. Das ist türkisch. Bis jetzt. Okay, ich habe noch mal ganz kurz nach Waffen geguckt oder so. Jetzt muss ich hier doch wieder einen Steinpfad lang. Boah. Ich habe sowas von keinen Bock auf diesen ganzen Statuenweg. Ne? Wenn ich Mengu google, komme ich nur zu Restaurants und Buffets. Ich traue diesem Schädel nicht. Kiste. Mengu.
habe dich. Also hier wird sich irgendeine Statue wird sich hier auch wiederbeleben, ne? Das heißt, ich will jetzt erstmal mit der Reichweite, die wir noch haben, den Typen Kopfschuss verpassen. Er überlebt es noch. Steht wieder auf. Kriegt direkt noch eine gezwiebelt. Oh. Oder ich guck mir an, wo er langläuft. Okay, 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 okay. Jetzt kommt er hier hoch. Mempo ist eine Gesichtsmaske. Mempo? Mempo. I don't know. Okay. Jetzt kippt's. Oh, guck mal, hier ist ein Schrein. Yeah. Oh, der macht richtig Party. Ja. Ich glaube aber nicht, dass wir. Können wir Stufenaufstieg? Ne, wir müssen erst ein Opfer da bringen. Wie ging nochmal alles? Hier, ne? Steht da unten auf Y. Nee. Nee. A. Nee. A. Doch. RT. Wir haben ja geguckt. Oh, das Handrohr wollte ich aber nicht nehmen. Nein, das Handrohr wollte ich nicht nehmen. Ja. So, das ist alles schlechter. Hier kann man eigentlich auch alles opfern. Ja, komm. Wir haben wieder ein paar Pfeile. So, und jetzt können wir, glaube ich, auch noch tatsächlich aufleveln. Es gibt eigentlich nicht viel, aber Körper. Gibt wieder 3 Angriffe und Speer mehr. Also machen wir mal Körper. So. Ach, der hier rumläuft, der müsste jetzt eigentlich wieder leben. Ja. Die Statue lebt da. Sieht man, ne? Das siehst du schon, die lebt hier auch. Guck mal, das ist ein kleiner Geist, ne? Oh! Da ist eine große Statue. Hui, jo! Guck mal, der hat so viel Achselschweiß, dass er schon unter den Armen brennt. Jupp, den Geist habe ich gefunden. Hier wirst du so schnell was übersehen. Was ist das denn da oben? Gollum. Ein japanisches Gollum oder was? Ha. Okay, Kodama gespeichert. Ha. Das haben sich alles verdient. Da ist der Große. Lebt hier irgendeine Statue? Ich sehe keine. Da ist gerade irgendwas lebendig geworden, glaube ich. Ja, da. Und da wirft noch irgendwas mit explosive Bomben oder so. Ist ja schnuckelig da. So. Jetzt mal die Statue kommen lassen. Du hast deinen Kumpel kaputt gehauen, haha. Er hat keine Freunde mehr. Ich hasse diese Statuen. Sie sind nicht schwer, aber wenn sie dich treffen, dann hauen sie dich wirklich sehr, sehr schnell weg. Du merkst es immer, wenn man nicht irgendwas gefunden hat, weil damit oben die Karte, die wir verdecken mit unseren Gesichtern, ganz kurz rot. Schrein. Oh, eine Kraft. Okay, hier haben wir noch irgendwas, was Bomben geworfen hat. Oben. Ja. Alter, kommt der weit. Der Kopf ist ein bisschen. Nein. Komm schon. Da. Getroffen. Ist denn noch. Okay. Der benutzt sein Schwert gar nicht. Scheißegal, ich klopp ihn einfach mit der Hand weg. Ja. Ich sehe, wie er sein Schwert nicht benutzt. Na, jetzt auf einmal, ja. Der hat doch keine Ausdauer mehr. So. Du musst echt aufpassen. Das ist halt echt so tricky bei diesem engen Gang, weil hier kann irgendwo immer irgendwas sein. Eine von den Statuen hat sich, glaube ich,
Das ist noch ein Geist. So piekt man. Und so piekt man. Und so piekt. Geht auch. Irgendwo. Habe ich schon gesagt, irgendwo war hier noch eine Statue, ne? Naja, aber wenn du sie jetzt nicht findest. Oh, das ist eine Truhe. Ich will mich eigentlich nur umgucken. Oh, da kannst du hochlaufen. Nee, hier war ich schon oben. Ich bin hier herumgelaufen. Du musst komplett einmal außen rum, da wo diese letzte Statue ist, genau ist die Truhe. Da. Tipp. Schnippidi, schnappidi. Also ich hätte gegen so einen Endgegner auch nichts einzuwenden, weißt du? Der sich einfach so extrem langsam bewegt. Ja. Kommt bestimmt noch, aber der macht sich damit einen Schlag wieder. Ich glaube nicht. Oder? Das kann halt theoretisch sein. Also es wird halt passen zu diesem Szenario hier. Aber wir hatten schon einen Endgegner hier in dem Level. Oder das war nur so ein Zwischengegner. Aber der Zwischengegner war vielleicht auch dann etwas hart. Hier waren wir auch schon. Okay, jetzt haben wir hier alles erkundet. Da ist noch ein... Jetzt haben wir alles erkundet. Da war noch ein Weg lang und hier war noch ein Weg lang. Aber hier sieht es so nach böse aus. Das heißt, wir gehen erstmal hier außen rum. Meine Lippen sind so trocken. Wenn ich ein Stück Holz hätte, was rau wäre, könnte ich damit schleifen. Meine Lippen. Boah, du fängst dann so richtig Splitter in die Lippe ein. Nee. Die ganze Lippe wird dann splitterig. Das Holz fängt sich Splitter von meiner Lippe ein. Ist schon noch einer. Ich war den Herr wahre Meister des Speers. Doppeltachi. Oh, die sind sogar besser als die wir, glaube ich, haben. Moment. Gönn dir. Aber wir benutzen eh so gut wie. Ich benutze die. Hä? Schaden für Beweglichkeit. Boah. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie viel man mit dem Aufleveln kriegt, das ist das Problem, ne? Kann ich dir auch nicht sagen. 179, 213, Moment, das müssen wir noch hier sehen. 179, wir haben dreimal aufgelevelt und wir haben ungefähr 34 bekommen. Das heißt, du kriegst ungefähr so 10 mit einem. Das wird die aber nicht besser machen. Wollte ich gerade sagen, lohnt sich ja gar nicht. Okay, hier war nichts mehr, ne? Hier war nur der Feinsteller. Das heißt, wir haben nur noch einen Weg, den wir jetzt gehen können. Und das sieht mir ja schwer nach irgendwas Dickem aus. Stator. Und Bogenschütze. Es macht Sinn, dass er seine Pfeile durch die ganzen Dinger schießen kann. Der reiht hier richtig ab. Warte mal. Kann ich auch. Wo ist der Kopf? Zu spät, Lunte runtergebrannt. Bam! Durch zwei Statuen Headshot. Junge! Deswegen gab es dafür extra Punkte. Das hast du nur in Call of Duty sonst mal gesehen, wenn die Statue links lebt. Okay. So. Alle sind für immer diese. Es wundert mich, dass alle die gleiche Stimme haben. Überraschung. Ja, haben wir mal gesehen. Also ich finde es eigentlich ganz cool, dass du hier so viele Statuen hast, aber ich finde es halt auch doof, dass du die siehst, die lebendig werden. Sonst wäre es vielleicht auch ein bisschen zu schwer. Ja, die sind so extrem langsam. Und die haben mich gerade getroffen. Na, aber die sind wirklich extrem langsam. Na gut, aber wenn du einfach an dem vorbeiläufst. Ja gut, da musst du vorsichtig sein, ne? Oh, guck mal, Shinobi-Kiste. Eine Herausforderung. Was droppt der? Oh, der kann epischen Kopf. Von Noribake wegen seinem neutralen Verhaltens. Wegen seinem neutralen Verhaltens. Wow. 30 in 18. Das könnte auch Teil vom Porno sein. 30 in 18? Ja. Oh Gott. Ja, eine Axt haut leider relativ stark rein, aber. Na, jetzt haben wir ihn. Oh, natürlich traut er seine Schuhe.
Die trotzdem besser sein könnten. Moment, warte. Nein. 30 in 18. 30 in 18, wer kennt die nicht? Nee, das ist ein Human Centipede. Der, warte mal, Ruf haben wir lange nicht mehr, oder? Nein, nicht Amarita, sondern... Ja, können wir da eins. Amarita-Bilanz? Ja. Ja. Glück als nächstes wieder. Weil, also Yokai-Schutz bringt halt, dass du nicht so schnell die Stamina verlierst, wenn du halt in diesem schwarzen Gebiet bist. Aber diese schwarze Gebiete kannst du halt auch wegmachen. So, von daher finde ich das gar nicht so schlimm bis jetzt. Ich weiß ja nicht, ob es irgendwo später im Spiel, ja, ob es irgendwann später im Spiel so einen Bereich gibt, wo nur dieser schwarze Boden ist. So, und dann, wenn du den nicht geskillt. Das war angearscht. Ja, das war richtig angearscht, weil wir da nie was reingeskillt haben. Boah. Ist auf der anderen Seite. Was ist hier? Hier geht es bestimmt nicht weiter, durch Kraft verschlossen zu sein. Durch eine Kraft finde ich gut. Wahrscheinlich hat da nur jemand wieder... Naja, die sind ja auch von alleine zugegangen, dass es irgendwie so schwarze Magie hier wieder am Werk. Ich weiß ich doch nicht. Also bei denen war ja auch ein Stück Holz schwarze Magie. Klong, klong, klong. Klopf, klopf. Hier ist nichts. Eine Quelle. Eine heiße Quelle. Das ist keine heiße Quelle. Doch. Das ist eine sehr heiße Quelle. Hätte ich jetzt auch voll Bock drauf, ne? Also naja, ich würde mich jetzt so gerne in so eine Thermo-Quelle legen, ja. Boah, was würde ich jetzt dafür tun? Töten, meintest du? Nein, tun. Tun? Lass mal morgen in so ein Wellnessbad in so eine Thermoskwelle fahren. Machen wir unseren Stream aus der, ja. Aus der Sauna. Aus der Sauna. Ich darf da ein T-Shirt streamen. Echt, ich muss auch ein T-Shirt streamen, oder? Dürfen Männer oben ohne? Ich glaube, Nippel sind Nippel. Die sind hier auf Twitch so oder so. Wo geht's jetzt hier weiter? Also sonst war das ja immer so sexistisch, dass Männer Nippel zeigen durften. Warum hast du dann eigentlich nicht Frauennippel mit Männernippel zensiert? Ach, keine Ahnung, das wäre doch mal was. Vielleicht wäre das dann wieder so latent erotisch. Boah. Weißt du, da hast du so wunderschöne Frauen und hängen so ein paar Haare aus den Nippeln. Wo geht's denn hier weiter? Jetzt musst du hier irgendwo weitergehen. Passiert mir auch immer. Ja. Hm? Also manchmal entferne ich auch einfach einen Talisman aus der Weg Wand. Auf dem Weg zur Arbeit, ne? Zack. Ja, hast du einen Talisman entfernt, dann fällt die Watt zusammen. Du, da hat der Maurer aber nicht richtig gearbeitet. Ja. Wir sind wieder hier. Das hat überhaupt nichts gebracht. Das wäre doch mal was, um von einem Kunden zu flüchten. Hier muss noch irgendeiner von den dicken Dingern sein. Und ich glaube, die müssten, wenn hier an der Wand sein. Sieht man die Talismane irgendwie? Ich weiß, ich habe nicht drauf geachtet. Ich auch nicht, ich bin ganz ehrlich. Mann, sind wir doof. Am besten ist, wenn du einen Kunde begrüßt und er einfach Nein sagt. Nein. Hab sie doch nur begrüßt. Nein. Schönen guten Tag. Nein, der ist nicht gut. Okay, ich guck mal. Nee, ich habe ja nur. Wo geht's denn hier weiter? Wir finden gerade den Weg nicht. Das ist relativ doof. Lauf. Jetzt, irgendwo liegt hier noch eine Statue. Bam, erstmal voll umgenockt. So aus dem heiteren Himmel. Muss ich hier alle Statuen kaputt machen? Ich glaube nicht, dass... Haben wir vielleicht jetzt, dadurch, dass wir den Talisman entfernt haben, hier irgendwas freigeschaltet? Wieso? Weiß ich doch nicht. Hier noch ein Talisman? Sieht nicht danach aus. Hier noch ein Talisman? Sieht nicht danach aus. Ich glaube, du verbohrst dich gerade zu sehr auf die Talismane. Ah, glaube ich auch. Aber wo geht es sonst weiter? Geh mal hoch, da ist bestimmt noch ein Talisman. Wow. Und hier rechts? Da warst du schon. Hier rechts ist nichts, ne. Nicht hier. Aber der muss ja... Also irgendeine Bedeutung muss ja diese Wand eigentlich gehabt haben. Nein, wieso?
Weiß ich nicht, weil... nur, dass da jetzt ein Special ist? Muss ich nochmal baden? Ich kann nicht nochmal baden. Hä? Wo geht's hier weiter? Hier ist auch nichts. Hier brennt Licht. Andere Seite war vielleicht doch nochmal hier oben lang. War hier auch nochmal? Ich bin gerade ein bisschen fraglos, ne? Oh, hier geht's noch lang. Sicher? Ja. Hier waren wir noch nicht. Da bin ich mir 100% nicht sicher. Siehst du da unten schon wieder so eine Statue? Guck mal, du kannst die Treppe benutzen. Mach ich damit eigentlich viel Schaden? Nee, machst du nicht. Guck mal, ich hab schon mal versucht. Man macht echt nichts. Aber guck mal, fällt voll auf. Du kannst die Statue schon anvisieren. Die Frage ist jetzt, ob es hier noch natürlich weitergeht. Aber es ist der einzige Weg, der uns noch bleibt. Tschui. Ich höre hier noch irgendwas. Rechts oder links? Rechts ist eine Truhe, links ist eine Falle. Links. Rechts ist definitiv auch eine Falle. Komme ich nicht vorbei. Ne, hier sind nur zwei Statuen. Boah, die Statuen im Doppelpunk. Es gibt nur eine Sache, die schlimmer sind als eine Statue. Sind zwei Statuen. Wird so lachen, wenn jetzt noch eine von hinten kommt. Das Schlimmste ist, wenn die unregelmäßig angreifen. Alter Junge. Was war das? Einfach immer pieken und weg. Das ist mein Move. Der Stein. Nein. Oh, das war knapp. So. Eine Statue ist kein Problem, aber zwei Statuen sind halt ein bisschen doof. Ein bisschen sehr doof. Es gibt keine Probleme. Das erinnert mich irgendwie gerade so ein bisschen an die Mumie 3. Wo ich den Film nie gesehen habe. Ich auch nicht, glaube ich. Ich weiß nur, dass die Mumie 3 sehr schlecht gewesen sein soll. Wobei die neueste Mumie ist, dann soll ja noch schlechter gewesen sein. Eine Lunte gefunden. Oh, mit einer Menge Munition. Also wir haben so viel Lunten-Munition. Lundenschloss ist besser. Ist nicht mal aufgewertet. Aber ich kann es eigentlich auch nicht lang gehen. Ist noch so ein Schädel. Das ist wieder so eine Trap. So, ich gebe gleich die Decke holen. Wow. Tja. Er hat schon einmal seinen Kopf verloren, er hat es gerade wieder getan. Wieso willst du eine Decke? Weil mir ein bisschen kalt ist. Na, ich heiz gar nicht. Wie lange spielen wir denn, Jo? Jo. Ja, ich würde schon eigentlich ganz gerne dieses Level hier beenden. Ach, das schaffen wir noch. Na, ja, kommt doch, wollen wir uns machen. Oh, da ist schon wieder hier irgendwo eine Falle. Weil da hinten, ich glaube, da war hier dieser Durchgang von da, wo wir herkamen, aber... Das kann gar nicht sein, das ist eine Krüge. Das ist eine Truhe. Boah, ich hasse so ein Labyrinth. It's a trap. Hier kamen wir, glaube ich. Nee. Hier ist auch wieder so ein. Kannst du mit Steinen bewerfen. Da links läuft da auch irgendwo einer. Ach, das ist dieser Treasure Goblin wieder.
maximale Vertrautheit erreicht. Für das Ding, was du nie benutzt. Ja. Aber ich finde den Speer auch zu gut. Bin ich ganz ehrlich. Pieks ihn auf, die arme Schildkröte. Oh, was hat denn getroppt? Beschwörerkerze. Kriegsherr. Kriegsherr ist, glaube ich, nicht so gut, weil das halt relativ schwer ist. Verteidigung, er hat sehr viel Verteidigung. Ja, 45, ne? Das ist halt ein Verteidigungsding. Da liegt noch was. Gibt da noch was? Okay. Naja, können wir eintauschen. Hier war das, glaube ich, mit der Falle. Ja, hier war das mit der Falle. Hier kommen wir wieder zum Anfang. Das heißt, wir sind einmal im Kreis gelaufen. Ist nicht wahr. Doch. Stell dir vor. Oh, weia. And around, and around, and around. Spin machen. Nein. Also hier kamen wir da. Das heißt, da kamen wir daher. Das heißt, wir haben hier noch den Weg. In Videospielen habe ich nie Orientierung, ne? Da ist eine Trap. Da ist ein Kriecher. Ich habe die doch schon gesehen. Pieks, pieks. Okay. Lebt hier noch irgendwas? Sieht mir eigentlich nicht so aus. Und hier war, glaube ich, die... Nee, das ist ein kleiner Geist. Geh mal zurück, Alter. Na, ja, ich bin da lang. Danke, ich stecke schon seit 5 Tagen fest. Da steigt eine Party. Oh. Endlich, Alkohol. Mach eine Party ohne dich. Hat sich da gerade was bewegt? Da, von der Pfeil kommt von da. Schaffe ich das? Yes. Ja. 3 Truhen. Nur weil du der Falle entkommen bist. Die sind doch auch bestimmt mit Pfeilen versehen. Ich wollte gerade sagen, also wenn da nicht irgendwie was dran faul ist. Erstmal die Truhen hauen, könnte ein Mimik sein. Ja! Geil! Du sagst es. Guck mal, er verbirgt sich vor mir. Das sind wir. Du musst sie nicht angreifen. Kann ich mich verbeugen? Wie ging denn mal das, Du hast dich nicht verbeugt! Du hast dich nicht verbeugt! Okay, ja, ich wollte mich doch verbeugen. Du hast zu lange gebraucht. Da machst du halt auf die altmodische Art. Link konnte auch nicht von Dark Link besiegt werden. Doch. Oh, voll gegen jemand gedrückt. Okay. Wow. Er wollte doch nur eine Verbeugung. Frustriert erlernt. Oh, guck mal, ein Doppel-Legend, ein Doppel-Episch. Frustriert, toll. Ach, hier was gehst, Menü. Da ist verbeugen. Klatschen, Entschuldigung. So nicht einschüchtern, herausfordern, pfeifen. Dich ist schon enttäuscht, oder? Wie frustriert bist du? Achso, warte mal. Waren frustriert. Das war, glaube ich, ein rotes, ja. Okay, ich wechsle mal mit dem roten. Einschüchtern. Herausfordern. Ich war hier frustriert. Das ist echt cool. Hallo, Opuk. Hallo, Opuk. Hallo. Okay. Wer hier ist noch einer drin? Nein, hier ist keiner. Ja, könnte ja ein Mimik sein. Ratsch. Dem Moment springt das Vieh raus. Aber das ist gut zu wissen, dass wenn du hier die Truhen haust, du nicht erkennst, ob es ein Mimik ist oder nicht, weil die kommen aus der Truhe raus. Oh Gott, geht das hier? Warte mal. Ha! Nämlich clever. Manöver. clever Manöver. Das gibt's auch in Nioh. Ja. Tschuing. Mein Retter, mein Schützer, ich komme jetzt zu dir. Okay. Ah, ich glaube, jetzt kommen wir hier wieder hinter der Tür lang. Ja, da ging es, glaube ich, zur Tür. Das heißt, wir sind jetzt hinter der Tür.
Das heißt, diesen Talisman zu finden hat echt überhaupt nichts gebracht. Herzlichen Glückwunsch. Man musste nur diesen Weg durch das Labyrinth finden. Was ist das? Da ist die Tür, da ist ein Schrein. Damit machst du bestimmt die Türen auf. Augenschützen, na dann. Wenn ich hier runterspringe, komme ich dann wieder hoch? Nein. Aber der Ach so, das ist der ganze Anfangsschein. Du musst deine Augen schützen. Ja. I'm back. Okay. Herausforderung. Warte mal. Ich glaube, ich gehe noch mal vorher ganz kurz rasten. Der rastet. Ich wollte mal ganz kurz gucken, was du für Zwerge gefunden hast. Und wann ist das Sushi-Spiel vorbei? Wenn wir das Level durch haben, ja. Sushi wäre geil. Nein. Nein, Sushi geht immer. Ja, aber jetzt nicht. Heiler. Oh, guck mal. Wir haben fast alle. Hier fehlt noch einer. Haben wir das Spiel dann schon durch? Die Russland. Nein. Die Ruski. Ich weiß gar nicht, was danach kommt. Masawascha. Nochmal Körper. Einen geben wir noch einen Körper. Die nächsten packen wir vielleicht mal wieder ein Herz. Oh, Puck mag kein Sushi. Sushi, schön roher Fisch. Fangfrisch. Hat er irgendwas? Droppt er irgendwas? Eigentlich nicht, oder? Messer rein, Gedärme. Aber der gibt Ruf. Raus. Messer rein, Gedärme raus. Messer rein, Gedärme raus. Das Wutschen und Wedeln. Das Wutschen und Wedeln. Und das Hinrichten. Die göttlichen Minijapans sind ihr Schatz mehr als alles und jeder andere. Okay, mal gucken. Ich bin der Fischstäbchen-Typ. Also bist du der Typ, der sagt, er isst Fisch und dabei isst er nur Fischstäbchen. Fischstäbchen sind auch lecker. Ja. Da war wieder der Bombenleger. Ich verstehe auch, wenn man den Geschmack von Fisch nicht so mag. Oder wenn man auch. Es kommt drauf an, welcher Fisch. Ja. Ich mag zum Beispiel warmen Lachs nicht. Ich mag zum Beispiel allgemein Lachs nicht so. Ich bin nicht so der Lachs-Fan. Na doch, im Sushi geht er. Also der rohe, nicht der gekochte, ne? Aber so generell bin ich auch nicht so der Lachs-Fan. Schmeckt immer sehr eisenhaltig. Okay, die Statuen bleiben kaputt? Scheint so. Ich weiß es nicht. Versuch's. Achso, hier war ja noch der. Nein, nein. Nein, oh, der hat mich schon wieder angekotzt. Du kotzt mich an, Alter. Okay. Ja, die Statuen bleiben anscheinend kaputt. Oh, Glühwein wäre jetzt auch schön. Ein Glühwein? Ja. Ich hätte auch nicht vom Bock drauf. Und beim nächsten Mal koche ich hier nebenbei noch einen Topf Glühwein. Ey, dich kennen wir doch. Howie, Hausi. Ach, ich dachte, das ist der Typ. Soweit geschafft, Sir Anjin. Aber nun muss ich dich begleiten, denn dies ist Tachibanas Problem. Ich werde dir nicht im Weg stehen, ich habe das berühmte Schwert Raikiri, den Blitzschneider. Ich weiß es einzusetzen. Hast du die Namen heimlich geübt? Nein, wieso? Du konntest auf einmal Tachibana aussprechen. Ja. Wir können eigentlich auch mal wieder gucken. Nein, ich wollte jetzt nichts leveln. Aber ich wollte eigentlich mal wieder gucken, ob wir nicht vielleicht mal wieder ein paar Fähigkeiten erlernen könnten. Vielleicht so schwer, ne? Gibt's hier wieder? Ja, stimmt. Theoretisch haben wir das schon lange nicht mehr gemacht. Schlachtfest? Was meinst du mit Schlachtfest? Jule
wann machst du denn Schlachtfest? Schlachtfest? Warum machst du Schlachtfest? Ja, wann machst du ein Schlachtfest? Ich weiß jetzt aber auch nicht genau, was er damit meint. Er wird es bestimmt gleich sagen. Ja. Haltung. Ja, die tiefe Haltung nutzen wir sowieso kaum. Also ich habe jetzt die mittleren Sachen geskillt. Meine Haare kotzen mich halt voll die hohe Haltung nimmt es mir auch kaum. Hohe Haltung. Ja, ist auch nicht so gut. Ich gucke nochmal Doppel-Uchigatana hier. Was haben wir denn hier? Plus Zikini-Regen, das muss ich verteidigen. Ich glaube, das nehmen wir nochmal mit. Okay. Wie ist die eigentlich reingekommen? Also jetzt mal ganz ehrlich, die Türen waren alle zu. Na, sie hat gewartet, bis du die Tür aufmachst. Sie waren fest versiegelt. Und dann steht sie da. Du hast eine lange Reise hinter dir, mein Freund. Ja, ich will, dass wir die Hände gleichzeitig drauflegen. Vielen Dank. Meinst du, ich soll Philipp schlachten? Warum soll ich Philipp schlachten? Entschuldigung, danke in der Blick. Der ist voller Zucker und ungesunden Fetten. Den kann man nicht essen. Ich bin nicht voller ungesunder Fetter. Fetten. Das, was du in dir reinzwängst, das muss nur ungesund sein. Nein, ich esse viel gesund. McDonald's? Ja, ich esse. Wann habe ich letztes Mal McDonald's gegessen? Wahrscheinlich letzte Woche. Naja, okay, aber. Ja, den niedergemetzelt mit einem. Was? Mach den mal. Was für geil, Alter. Jetzt habe ich ein Pet. Habe ich ein Bett. Komm. Und mal wieder werden die Frauen verdingen. Oh Junge, Alter, die kriegen aber richtig ins Gesicht. Kann die auch sterben? Nein, ich versuch's. Kann auf jeden Fall fliegen. Hast sie sterben lassen? Sie hat versagt. Du hast doch gehört, sie hat versagt. Ich hab sie nicht sterben lassen. Du bist so ein Barbar. Sie hat versagt. Hat sie Schwert gedroppt? Kannst du sie vielleicht... Ja, du sollst dich auch schämen, hä? Jetzt gibt sie Harakiri. Guck mal, die geht sofort auf den nächsten... Die geht sofort auf den nächsten los und kriegt ins Gesicht. Ja, ich mag keinen Lamm. Also wir müssen echt nochmal an dir arbeiten, ne? Du bist gerade so ein bisschen nutzlos. Du solltest dich echt schämen. Ich würde mal sagen, hier, der nächste Gegner, der ist komplett für dich. Da, mach den fertig. Bist du sie tot? Das ist sie, das will. Warum ist sie denn aber ja schon wieder so stark? Die macht halt Blitzschaden. Also die Statuen kriegen halt sehr wenig physischen Schaden, aber sehr viel Elementarschaden anscheinend. Elementary. Beschwörerkerze. Mhm. Na, meinst du, du schaffst den da hinten auch noch? Traust du dir das zu? Ah, ich weiß nicht. Na komm, versuch's. Ja, das geht eigentlich. Kann man nehmen, ne? Besser als kein Pet. Da ist doch wieder irgendein Boss oder so. Boss. Was droppt der? Der droppt einen Speer, der droppt meinen Kopf, ja. Der blutrünstige. Ja, komm hier, der letzte Herausforderung. Wenn sie tot ist, dann jammerst du. Darum greife ich jetzt auch mit dir zusammen an. Siehst du, mein Kill, du schämst dich jetzt wieder. Ich mag die Frau. Kannst du sie hauen? Nein. Schade. Ah, was kommt jetzt hier? Ach, nur der. Ah, ein Babyklop wieder. Ein paar Statuen anscheinend. Alter, was mache ich mit dem... Das ist ihr Ende. Ja... Die ist schon wieder beyond nutzlos hier. Warum kommt diese epische Musik bei dem Typen? Weil noch eine Statue gleichzeitig erwacht ist. Ja. Das ist der ultimative Endfight. Pieks ihn! Ja, das muss er noch mal üben. Wieso? Hat gereicht. Nochmal legendäre Katana. Na, erweck sie mal von... Helf ihr mal von hinten und dann lass ihr mal auf die Statue zugehen. Sag mal. Die sollten wir auf jeden Fall ausrüsten. Die haben wir da unten schon mal. Aber es ist ein anderer. Mhm. Also die haben halt Schadensbonus für Vertrautheit 10-. Das heißt, je besser, wobei die haben anderen Angriffsschaden, hohe Haltung.
brechen, ne? Eine hohe Haltung, eine Kiereduktion kritisch. Machen damit ja eh nur flache Haltung. Ja, also es lohnt sich halt nur flache Haltung fast, würde ich sagen. Du hast versagt, komm hoch. Die lernt aber auch nicht dazu. Also es ist halt, naja. Sehr schön. Okay, kann man diesem Ort ihre Sicherheit interessiert sie kein bisschen. Wenn du stirbst, kriege ich deinen Schutzgeist. Ich mag das Kaninchen. Sie hat nicht das Kaninchen. Doch, Stoddy. Nein, sie hat den... Was grinst du so? Wir müssen weiter. Ja. Hier, den... Oh, Boss. Den Donnerfuzzi da. Achso. Hat sie doch. Oh, guck mal, wir haben den Prinz gefunden. Ich mag trotzdem kein Lamm. Wie rettet man Menschen? So. Also du verarscht. Jetzt einmal den Kopf um 180 Grad drehen. Ach guck mal, ist der Engländer. Hat ja nur 5 Jahre gedauert. Ja, natürlich. Ich glaube, jetzt müssen wir gegen den kämpfen. Ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst. Tashibana. Hallo? Donnerschwertfrau? Boah, wow, ein Dreifachbogen. Aber wir haben unseren Feuergeist. Und er hat die Ausweichfähigkeit. Es ist übrigens keine gute Idee, genau vor ihm zu stehen, wenn er seinen Bogen schießt. Weil dann trifft er dich gleich dreifach. Hast du gesehen, wie schnell der Feuergeist weg war? Ja, habe ich. Was ist das denn? Beliebte Waffe, Akku, gespeichert. Wunderbar. Ich bin froh, dass er die belebte Waffe gespeichert hat. Philipp wird nicht gegessen. Dafür füttert er mich immer viel zu gut, dass ich ihn essen würde. Ja, und Opuk will keine Gwent-Tipps mitkriegen. Vielleicht sollten wir Opuk essen. Hast du gesehen? Du bist gestorben. Ja. Ja. Nur weil die mir nicht geholfen hat. Blöde Donnertunte. Das war keine Tunte. Definier mir mal Tunte. Tusse mit Donnerschwert. Frau mit Donnerschwert. Klopf, klopf. Nimm den Feuergeist am besten nicht auf. Oder? Doch, nimm ihn auf. Halt, stopp. Danke. Tashibana. Wieso heißt der eigentlich genau wie der Prinz, wenn es eigentlich gar nicht der Prinz ist? Keine Ahnung. Wer von Stein? Ach, getroffen. Scheiße. Ja, da soll's. Das ist einer der Angriffe, da soll's wirklich weggehen, weil das ist halt so ein Special Move, wenn du ein Schwert hast. Muss ich noch so ein bisschen an den Rand tasten, aber er versteckt sich auch immer hinter der Wand. Ja, genau, ich hab doch gedodged.
Guck mal, er kann die Moves auch. Vielleicht solltest du eine schnellere Waffe nehmen. Nein, die ist gut. Die ist gut. Nein, die ist echt gut. Also ich, du triffst ihn damit richtig gut. Opok hat heute wieder unheimlich starke Gegner. Deckgegner. Ja, Deckbrüder geht ja auch nicht. Also erst hatten wir diese komische Downy-Chimäre hier in dem Level, jetzt haben wir den hier noch an der Backe. Da musst du dich einfach hinter der Säule verstecken. Ich hab ihn doch gepiekt! Oh oh. Oh oh. Ich hab schon wieder Zuckerknoten. Wie machst du das eigentlich? Ich weiß es nicht. Boah. Du musst ihn einfach nur zu Boden ringen und dann pieken. Und hoffen, dass du überlebst. Also erstmal Ausdauer wegnehmen und dann pieken. Ja. Na? Oh. Hey, jetzt hör doch mal auf. So, jetzt mache ich den Move hier auch mal. Zucker. Was war das? Hä? Er hat einen Geist oder sowas gerufen. Warte, jetzt geht sein Ausdauer wieder runter. Ha! War der easy. Unübertroffene Trigger-Rekrute. Okay, wir gucken uns mal ganz kurz die Ausrüstung an. Der war echt nicht. Ja, da hängt, jetzt steht er wieder auf. Jetzt kommt gleich die Frau. Hier, ich helf dir hoch. Ich finde den auch nicht. Ich mag den auch nicht. Der bin ich immer verarscht. Ja. Oh, guck mal, wir haben echt einen guten Bogen gefunden. Krieger des Westens. Okay. Schadensbonus für Rüstungsgewicht. Okay. Gucken wir mal hier. Was haben wir hier gefunden? Nein. Ja, der Kopf ist noch zu gut. Du hast immer sehr seltsame Deckgegner. Wieso, gegen was hat er gespielt? Einer hat ihm eine Goldkarte kopiert und im Laufe des Spiels 6 oder 7 Mal selbst ausgespielt. Wow. Die Hände sind noch zu gut. Die Hosen sind wahrscheinlich auch zu gut. Ja, ich hab so mal irgendwie das Gefühl, dass Opuk gegen die ganzen Cheater spielt. Ja. War ein Nilfgaard. Selbst Nilfgaard kann das, glaube ich, nicht einfach so. Oder würde dir ein Kombo einfallen? Ich weiß dann eigentlich nicht, wie er 5 von dieselben Goldkarten spielen kann. Ja, wir haben nichts großartig dazu gewinnen. Aber wir haben immer einen Bogen bekommen. Na, ist jetzt fertig? Nee, er fehlt noch. Also wir haben nichts Tolles dazu bekommen. Anscheinend seine Zimmerzunge geworden. In einem Drachenei. Und schon wieder hat er nur eine Feder gefunden. Ja. Aber er erinnert sich an etwas Wichtiges.
Eben und Tod sind ein Kreislauf. Mhm, sehr wichtig. Es war meine Zimmerzofe. Oh, das Schwert will von mir geschwungen werden. Wir kriegen Hündchen! Wir haben noch schon einen. Streitkräfte, was mir gefühlt hat, kam. Ihn abzuweisen wäre Selbstmord gewesen. Und was wäre? Tachibana geworden. Okay. Ich habe das Kind verloren. Ich habe nicht mehr lange zu leben. Aber hat sie ihr das Schwert gegeben. Zwei Fürsten dienen. Nur das bereitet mir nur Freude. Ja, und sie gibt uns jetzt ihre Waffe. Das ist halt auch. Lass mal gleich als Opfer da bringen. Sie gibt uns den Schutzgeist. Den Shiba. No. Und er ist ganz alleine. Ich weiß gar nicht, was besser ist. Wir müssen uns mal den Shiba angucken. Das ist bestimmt das Donner-Äquivalent, was wir. Also wir haben Feuerhund und das ist der Donnerhund. Und der graue Gurgel macht sich richtig unheimlich. Achso, wahrscheinlich hat da Avalach oder so einen Silberverwandelten die wieder gespielt. So. Der Geisterstein schlummert. Meister Hanzo. Ich kann dir für deine Hilfe nicht genug danken, aber leider bin ich nicht imstande, Fürst Takugama zu helfen. Ich würde mir eher das Leben nehmen, als die Schuld zu vergessen, in der ich beim Fürst Hidoshi immer noch... Wieso sprechen die alle vom Leben nehmen? Sie sind alle so melodramatisch, ja. Ich wollte gerade sagen. Also, Sir Anji, nicht wahr? Dein Geschenk mit der Klinge ist unglaublich. Ich möchte dir meinen Meister vorstellen, den klügsten Strategen, den du je begegnen wirst. Ei. Der Weg des Kriegers Neuling, zum Dojo hinzugefügt. Immer noch die Mission zum Dojo hinzugefügt. Zwillingsmission, der windende Kobold freigeschaltet. Okay, Zwillingsmission geändert. Hauptmission, ist das jetzt die Hauptmission hier? Mhm. Weiter zur nächsten Region.